Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn eine einzelne Sendung vom Schweizer Fernsehen könnte beweisen, wie nötig die No-Billag-Initiative ist, dann war es 10 vor 10 vom 23. Januar. Dieser Beitrag hat vor Parteilichkeit und wirtschaftlichem Unsinn nur so gestrotzt. Donald Trump sei schuld an der zersplitterten Welt. Wegen ihm hat das nationalistische Motto «Wir zuerst» neuen Auftrieb. Unter uns gesagt, ich wäre froh, wenn einer von unseren Bundesrat irgendwann mal sagen würde «Switzerland first». Wegen Donald Trump sei gemäss Schweizer Fernsehen der Freihandel in Gefahr. Weil er die Abschottung propagiert. Weil er neue Handelsschranken einführe. Dann folgt der Begriff Trumps Protektionismus und Trumps Abschottungskurs. Dann kommentiert unser Staatsfernsehen der Anfang vom WEF zu Davos folgendermaßen, ich zitiere, «Die ersten Redner scheinen den Ton getroffen zu haben. Die meisten WEF-Teilnehmenden halten nichts von Trumps Abschottung und neuem Protektionismus. Danke, neutrales Schweizer Fernsehen, dass du uns belehrst, wie der Ton mit welcher Meinung trifft und wer den Ton verfehlt. Dann kommt der link-amerikanische Ökonom Joseph Stiglitz, der wörtlich sagt, ich zitiere, China handelt verantwortungsvoll im Gegensatz zu den USA. Danke, neutrales Schweizer Fernsehen, dass wir jetzt wissen, wie verantwortungsvoll China handelt, wo pro Jahr mehr Menschen hingerichtet werden als in allen Ländern der Welt zusammen, wo bekanntlich eine mustergültige Superdemokratie herrscht und wo man bekanntlich höchst verantwortungsvoll mit der Umwelt und mit dem Menschenrecht umgeht. Ich finde das eine unglaubliche Berichterstattung. Als einziges Beispiel von der sogenannten Abschottungspolitik präsentiert 10 vor 10 die I4-Zölle für Solaranlagen aus China. Kein Wort, dass China die Solaranlagen staatlich so massiv verbilligt, dass vom globalen Wettbewerb keine Rede mehr sein kann. Auch unsere Schweizer Solarfirmen haben wegen dem ganz einen schweren Stand. Kein Wort, dass China bis 3-mal so hohe Importzölle erhebt wie die USA. Kein Wort vom gewaltigen amerikanischen Handelsbilanzdefizit mit China. Ausgerechnet die SRG wettert gegen die Abschottungspolitik. Machen wir also etwas gegen die Abschottungspolitik zugunsten der SRG? Setzen wir ein Ende. Sorgen wir für mehr Medienfreiheit und Medienvielfalt. Stimmen Sie darum am 4. März ja zur No-Billag-Initiative. Und meine Damen und Herren, ich überlege mir ernsthaft, ob ich beim SRG-Ombudsmann nicht eine Beschwerde einreichen soll. Was meint ihr dazu? Und jetzt gibt es da mal nicht das Quiz von der Woche, dafür der Witz von der Woche. Sie sehen hier auf dem Bild unseren schönen EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Wissen Sie, warum der Herr Juncker sofort Brüllen abzieht, wenn er in Brüssel in eine Alkoholkontrolle läuft? Dann sind es nämlich schon mal 2 Gläser weniger. Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Auf Wiedersehen und bis nächste Woche.